Mahlzeit, Freunde. Wir spielen wieder eine kleine Runde Red Dead Redemption hier auf meinem Kanal. Und wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, als wir die Fährte des Bären hier aufgenommen haben. Wir haben Jose quasi gerettet. Du Okay, besitzt nun Girl. mehrere Pferde und kannst bis zu drei im Stall halten. Dein vorheriges Pferd wurde im Stall untergebracht. Nice. So, wir machen das Ganze mit unserer Fährte, mit unserer Ansicht. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Dead Eye weiß. Ich weiß nicht, ob ich das auch vom Pferd aus untersuchen kann. Wäre natürlich hot. Nein. Untersuchen, zerbrochene Okay, Zweige. there. Yeah, still a ways. Okay, bleib mal hier, Pferd. Ah, wir haben auf jeden Fall. Müsste der hier vorne direkt sein, oder was? Hier kann ich wieder untersuchen. Zwei, drei Schritte weiter. Ich mache das immer nur ganz kurz. Kot. Bärenkot. Okay, where are Wo ist die nächste Fährte? Ich höre einen Zug. Ah, hier ist er. Weiter nach oben. Da ist der Dude. Da ist der Dude. Oh Gott. Alter. Alter. Was geht bei ihm? Wow, haben wir ihn? Meine Energie. Okay, das war das Falsche. Holy shit. Digga. Ja, und jetzt kann ich ihn. Erstmal muss ich meinen Hut aufheben. Häuten. Yeah, man. Wie es aussieht. Alter. Ja, das war mal eine krasse Action, ey. Voll geflasht. Igitt. Da hinten liegt jetzt ja schon was drauf. Ich weiß nicht. Zwei heute? Ah, wir können es trotzdem verstauen. Sehr schön. Naja, dann lass mal reiten. Alter, bin ich blutig. Hier. Holy shit, motherfuckers. Wir haben erstmal einen echt heftigen Bären erlegt. Meine Fresse. Ach, guck, es wird sogar auf der Karte angezeigt. Hier oben bin ich jetzt. Was ist das denn? Ein Trapper? Okay, Friends. Würde ich sagen, Kinokamera an. Und dann mal mit unserem kleinen Kollegen hier. Scheiße. Ich brauche tatsächlich erst einen Weg oder so. Dann funktioniert das mit meinem Kinokameratrick. Okay, dann reiten wir einfach mal ein bisschen hier durch. Hoffentlich begegnen uns hier nicht noch andere Tiere jetzt. Hallo? So, Freunde, wir sind wieder am Start. Hose, Hose. Ach, guck mal, treten kann ich hier auch. Hey, do you mind scrapping someplace else? Ladenbesitzer. Ich kann ihn erschießen, ey. Der Trapper hat ein festes Geschäft in Saint-Denis. Außerdem hat er einen mobilen Stand, in dem du Wildnis. In der Wildnis. Den du in der Wildnis finden kannst. Meine Fresse. Fokussiere den Trapper und halte rechts gedrückt, wenn dein Pferd in der Nähe ist, um eine Tierhaut zu verkaufen, die auf deinem Pferd gelagert ist. Kaufen. Bekleidungssets, Kleidung, verstärkte Ausrüstung, Sättel, Gegenstände. Raubtierköder, Waffenöl, Geruchstarnungstinktur. Pflanzenfresserköder, Raubtierköder, Waffenöl, bla bla, Wurfmesser. Das war's. Okay, vielleicht
Alles klar, hier kann man so Sättel noch machen, verstärkte Ausrüstung. Scharfschütze, Waffenexperte, Bandit, Glücksspieler, Meister, Jäger, Entdecker, Kräuterkenner. Reitkunst? Was ist das? Reitkunst, Patronengurt oder was? Okay, die kann man. Keine Ahnung, irgendwelche Holster oder was? Jeweils für die Waffen. Keine Ahnung. Kleidung? Dachs Berghut oder was? Biber, lol. Oh, wie scheiße, ey. Obwohl der eigentlich ganz cool aussieht. Galatier. Wapitifell und Galatier. Ist ja egal. Bison Glücksspielerhut. Nice. Die sehen natürlich echt cool aus hier. Bekleidungssets. Bärenjäger. Vervollständige das Bärenjäger-Set. Kapitaler Hirschbock. Lol, wie aus es sieht. Jägersmann, Todesrolle. Lol. Pirscher. Geisterbison. Klapperschlange. Ach du. Marodeur. Kopfgeldjäger. Oh, Kopfgeldjäger sieht sehr cool aus. Desperado. Kopfgeldjäger. Ach so, ich muss das alles. Ach so, cool. Ich muss also alle Parts dafür hier hinbringen, damit ich das ganze Set von ihm herstellen lassen kann. Muss dann aber trotzdem immer noch diese Geldbeträge bezahlen. Jetzt haben wir es raus. Okay, das war also der Trapper. Da haben wir nichts wirklich Interessantes jetzt rausfinden können. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Das heißt, wir sind jetzt hier oben. Den Trapper haben wir entdeckt. Emerald Ranch. Was ist hier denn los? Ach so, hier ist nur ein Stall. Ja, dann würde ich sagen, wieder zurück nach Hause, oder? Wieder zurück nach Hause. My legs all numb. Please hurry. Yes. Yes, just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Sure. Oh, that was bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well... Wir sind kurz vor unserem Camp. Ich habe hier gerade irgendwie anscheinend eine fremde Person entdeckt oder sowas. Hier war ein Fragezeichen. Und das würde ich mir ganz gerne mal angucken. Fremde Person. They can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really? Laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Jo. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. So. I am the leading amateur paleontologist in the nation and not one university will hire me because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you... nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Okay. Of course. Yeah. Was haben wir denn hier? Listen,
Yeah? If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons. Very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Hau rein. 0 von 30 Saurierknochen gefunden. So, das gucken wir uns mal kurz an. Missionsprotokoll, Missionsinfo, die Glaubensprüfung. Deborah McGinnis hätte ich um Hilfe gebeten, sollte sie im ganzen Land nach Saurierknochen Ausschau halten. Die Fundorte können von jeder Postmeisterei aus an Deborah übermittelt werden. Gut, kamen wir hier quasi noch eine Mission. Angenommen, die... ist das Pferdepisse? Gut möglich. Ja, Dinosaurierknochen. Cool. Kleine Nebenmission an Start. Witzigerweise hat unser Pferd in dieser Zeit keine Ausdauer gewonnen. Ja, was sonst noch so passiert ist auf der Reise? Was ist denn los? Ist der gerade abgenippelt? Haben die sich gerade gefeidet? Häuten. Anscheinend haben die sich gerade gefeidet. Naja, können wir ja mitnehmen. Da vorne steht ein Bison. Oida. Ich kann es bestimmt, das Fell kann ich doch bestimmt nicht mehr. Perfektes Hirschbockfell, oder was? Oder kann ich es noch verstauen? Yo, nice. Ja, leck mir doch den Bison. Ciao. Und hinterher. Ich schnappe mir das Bison, ich schieße ihm in den Kopf. Yo, moin. In den Kopf würde ich ganz gerne schießen. In den Arsch geht auf. Zack, Alter, leck mir den. Krasses Teil, bitte. Who else is shooting here? Girl, I'm nearly there. Kaum der dicke Kopf, ne? Ja, wo ich das Fell jetzt hinpacken soll, das weiß ich auch nicht. Ui. Bisonfell, schlecht. Dead Eye erhöht Stufe 3. Bisonhorn. Bisonfell, schlecht. Fell eines legendären Bären austauschen. Ja, scheiße, ey. Bisonfell schlecht. Okay, tut mir leid. Big Bad Bison. Yep. Vielleicht wird mir das Fell noch länger auf der Karte angezeigt und ich kann es gleich abholen. So, jetzt bringen wir erstmal das Pferd hier vorne an. Nehmen uns das Bärenfell. Und dann können wir mal gucken, ne? Was wir damit machen. Ich denke mal nicht, dass wir das einfach verstauen können oder so. Wir nehmen uns jetzt das Bärenfell mit. Verbundenheit gesteigert, Stufe 2. Gesundheit auf Stufe 3 erhöht, auch geil. Pferd oder ich? Ausdauer Stufe 4. Ne, das wird wohl alles das Pferd sein. Wo ist denn der Slaughter? Hier vorne. Hello, Arthur. Moin. Ja, was essen können wir gleich auch noch. Ich will mal gucken. Nice skinning job. Gut gehäutet. Weiß ich nicht. Tasche für... Wachlagerfeuer. Verbesserung. Wapiti-Geweih, Hirschbock-Geweih. Ach, guck.
Das sollen Verbesserungen sein, oder was? Wolfsfell, Rinderhaut. Was kann ich denn mit diesem scheiß Tisch machen, Mann? Tisch sag ich jetzt schon. Wildschweinfellhaut. Wo ist denn dieser Hut? Oh, die Taschen sehen alle voll geil aus. Lederbearbeitungswerkzeug. Ich weiß echt nicht, wo ich das kaufen kann. Yes, Arthur. Toll, was mache ich jetzt mit diesem Scheiß? Hello, John. Mit diesem Scheiß Fell. Umziehen, Garderobe ablegen. Oder was? Gegenstände, die du im Lager ablegst, bleiben an einer einfach zu erreichenden Stelle liegen. Alles klar. Ablegen. Ach so, okay. Gut, 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 gut. Verstehe. Einfach erreichende Stelle ist also hier. Da kann ich meine Felle dann lagern, oder was? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir sorgen wirklich erstmal dafür, dass wir das Camp verbessern. Und ich werde die nächste Folge mal einfach... Ich werde jetzt off-cam ein bisschen spielen und mit der nächsten Folge steigen wir dann einfach ein, wenn ich hier ein bisschen gejagt habe, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bewertet gerne den Part, lasst mir ein kleines Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis denne, Stüssikowski.